So, im Liegen. Genau. So. Ist das linke Bein länger? Siehst du die Linealenden im Spiegel? L für liegen. Die rechte Schulter ist bei dir höher. S für sitzen. Rechte Schulter ist höher. Ja, das sind fast 3 cm Beckenschiefstand im Liegen. Dann bitte nochmal aufsetzen, Annika. Nochmal so schön gerade hinsetzen wie eben. Füße nochmal hochziehen. Nochmal gerade, Knie runter. Ja. Und nochmal drehen. Und wenn sie sitzt, ist es genau andersrum. Ja, eine extreme axiale Rotation. Ja. Gut, dass du da bist. Ich mache mal gerade ein Foto. So, ihr Lieben, wir sehen hier deutlich einen riesigen Schulterunterschied. Hier sind die Schulterblätter. Und ich bin mit dem Lineal unter den Knochen, Annika. Ja? Das sind über 3 cm Differenz. Man sieht es auch hier an der Schulter, am Träger, eine extreme Skoliose. Und die Wirbelsäule geht hier nach links, 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 links. Und rechts. Ein großer Bogen. Nimm nochmal die Füße zusammen, bitte. Und wenn ich das Signal hier anlege, ist auf der linken Seite mehr Abstand. Gut, dass du da bist. Ja, sogar die Hose ist schief. Also, die Wirbelsäule ist viel mehr als ein Knochengerüst. Denn in der Wirbelsäule befindet sich ja das zentrale Nervensystem und hat Zuordnung zu der körperlichen Funktionalität. Es sind ganz bestimmte Frequenzen. Das haben Physiker herausgefunden, schon 1956. Leider wird dieses Wissen den Menschen nicht zugänglich gemacht. Und von daher kann auch keine Heilung, keine wirkliche Heilung erfolgen. Weil hierauf müssen wir ganz speziell achten. Und ich zeige es vielleicht nochmal, was uns Hildegard von Bingen schon hinterlassen hat. 1600 noch was war das oder noch früher, ich muss nachdenken. Da hat sie schon alles notiert und hat festgestellt, ermittelt, dass an der Wirbelsäule Frequenzen sind, Schwingungen sind, die den Körper im Grunde genommen lenken und die gesamte Funktionalität bestimmen. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier, ich zeige erst noch was dazwischen, weil du hast noch die Zwangsjacke an. Warum soll man sich so nicht hinsetzen? Weil man hält sein Herzchakra zu. Das sind diese Räder hier vorne. Habt ihr schon mal den Begriff Chakra gehört? Ja, Energieräder. Und wenn man sich so hinsetzt, hält man gerade hier zu, kann keine Energie fließen. Ich zeige euch nachher drüben, wir gehen dann nachher noch rüber, da zeige ich euch noch, wie das ausschaut, wenn Energie fließt. Ja? Also setzt euch bitte nicht so hin, lasst die Arme baumeln, das ist viel natürlicher. Ich zeige noch hier an dem Modell, Tanja, hast du auch Fälle dabei mit 4 Strichen? Ja, unser Topmodel. Ah, unser Topmodel, ausgerechnet du. Also, wir vermessen hier nach orthopädischen Richtlinien und können natürlich auch feststellen, wie schief der Mensch ist. Wir machen sogar Fotos vorher, nachher, es wird alles dokumentiert. Und da will ich noch erklären, hier im Brustwirbelsäulenbereich sind 9 Nervenstränge und die geben dem Herzen den Impuls zu schlagen. Die Herzklappen schließen sich, öffnen sich. Schaut mal, was der Mensch für ein Wunderwerk ist, da muss ich ja um gar nichts kümmern. Der Körper macht ja alles selbst. Unser Körper ist eine hohe Intelligenz und eigentlich gar nicht erforschbar. Das Schlimmste, was man dem Körper antun darf, ist die Impferei. Denn das ist ein Eingriff in unser natürliches Gesundheitssystem, was wesentlich intelligenter ist als das, was man uns da vormachen will. Wir sind keine Herde, wir brauchen keinen Herdenschutz und wir brauchen auch keine Grundimmunisierung, weil wir haben das alles. Wir haben Selbstheilungskräfte, wir haben Abwehrmechanismen, wir haben den Lebenswillen, den Überlebenswillen, der Körper kann sich komplett selbst heilen. Pillen sind nicht vom intelligenten Geist, das haben sich Menschen ausgedacht und Menschen sind materiell denken und es kommt mir so vor, als würde nur noch an Umsatz gedacht. Der Mensch ist der Medizin mittlerweile gleichgültig. Nicht allen, aber vielen. So, diese 9 Stränge, wenn die dann durch eine Verkantung der Brustwirbelsäule oder eine Skolioseverdrehung blockiert sind,
dann haben die Menschen Herzstörungen, entweder Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Angina pectoris, kriegen Infarkte und so weiter. Wenn ich euch heute die Wirbelsäule begradige für immer, dann müsst ihr euch um sowas gar keine Gedanken mehr machen. Stellt euch doch mal vor, allein wie wichtig das schon ist. So viele Operationen konnten durch uns schon abgesagt werden. Stimmt's, Tanja? Stimmt. Hier kamen Menschen her mit blauen Lippen, die haben 29 Sorten Pillen essen müssen, um überhaupt noch auf die Beine zu kommen, nach einer Behandlung gesund. Der Mann bedankt sich heute noch, der war aus Frankreich, aus Luxemburg. Ich weiß heute noch, wie er geheißen hat. Ja, die Frau hat mich kürzlich noch angerufen und hat sich noch mal bedankt nach Jahren. Was ist noch so wichtig? Der Atlaswirbel ist bei allen Menschen verschoben, wenn sie ein schiefes Becken haben. Und hier seht ihr vielleicht, könnt ihr mal gucken, diese starken Durchblutungsstränge, das sind die Arterien. Und wenn der Wirbel verkantet ist, dann ist auch die Kopfdurchblutung nicht gewährleistet. Menschen können sich nur ganz schlecht konzentrieren, besonders Kinder in der Schule. Ich habe durch meine Arbeit hier, durch die Begradigung der Wirbelsäule, ein Kind, was in der Sonderschule war, weil es in der normalen Schule einfach sich nicht konzentrieren konnte, dass die Eltern kamen mit dem Kind hierher und das Kind hat innerhalb von 4 Wochen so eine Steigerung gehabt, dass es wieder zurückversetzt wurde auf die Gesamtschule. Und das ist ein großer Erfolg. Die Eltern bedanken sich heute noch bei mir. Und so müsste es sein, dass alle Menschen, auch gerade in den Behindertenwerkstätten, zu uns kämen und sich begradigen lassen. Da könnte man die Psychiatrien leer fehlen. So sieht es doch aus. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann fangen wir an. Verbringen Wunder. Gut, danke. So, schaut mal bei der Annika. Die Füße nochmal hochziehen. Im Sitzen ist das rechte Bein länger. Ja, guckt euch das genau an. Geht nochmal hin. Ihr da hinten kommt bitte näher, sowas seht ihr nie wieder. Ihr werdet heute Zeuge von Wunder, bemüht euch mal einen Meter zu laufen, denn das ist ganz wichtig, dass ihr das hinterher verstanden habt. Ist ja richtig so. So, dann bitte mal. Haltet ihr mal nicht die Zwangsjacken da fest? Na, du musst dich nicht entschuldigen. Achtet darauf, dass ihr euch für so ein Wunder jetzt öffnet. So, und im Liegen guckt, ist das andere Bein länger. Bitte kommt gucken. Schaut euch das an. Geht du doch mal ein bisschen näher nach. Oh, kann nicht gesehen. Kommt aus der Nähe gucken. Ja. So, wir haben nichts geschoben, nichts gezogen, nichts gedrückt. Ich brauche sie ja nicht mal berühren. So halb der Geist. Ja, was mache ich denn da mit der Annika? Ich bin eine Heilerin. Und warum heißt das eigentlich Geistheilung? Weil dein göttlicher Geist wird sich mit meinem göttlichen Geist verbinden. Und dein Geist, der will dich in der göttlichen Ordnung haben. Und im Grunde genommen heilst du dich jetzt selbst. Und das heißt ja auch, der Mensch kann sich nur selbst heilen. Ich gebe nur den Impuls. Und dann geht das alles wie von selbst. Ich schaue zu, bin hellsichtig und kann dir dann auch berichten, was alles gemacht wird, ja? Leg dich jetzt bitte gerade hin. So, ohne Berührung. Keine Methode oder Technik ist nötig, um den Menschen in die göttliche Ordnung zu stellen. Und wer hier unten so schief ist, das Gleiche wiederholt sich auch oben. Und ihr habt hier oben so einen Trichter. Das ist euer universeller Empfänger für eure universellen Kräfte. Ihr seid nicht nur dieser physische Körper. Und jetzt kommt durch diesen Trichter eine wunderbare Energie zu dir rein. Macht mal die Hände auf, ihr könnt es fühlen. Und dann wird schon gleich das Drüsensystem sortiert, die Sehnerven, das Gehör und dann auch die Gleichgewichtsorgane. Das Kiefergelenk ist total schief, genauso wie hier unten. Und der Atlaswirbel, wie ich schon sagte, die HWS ist natürlich verdreht bei ihr. Sie hat eine axiale Rotation in der Hals-Nackenwirbelsäule.
Und das geht jetzt sehr schnell, die Energie ist blitzschnell, sag ich mal, wie sie da durch dich durchgeht und deine ganzen Wirbelverkrümmungen strecken und dehnen sich. Du wirst so kerzengerade, dein Becken passt sich ein, da wo es hingehört. Und ich verfüge über die, ich muss jetzt gerade mal still sein, weil ich muss mich da jetzt sehr konzentrieren. Gut, habe ich gesehen, Oberschenkel, Halsknochen sind in die Mulden reingegangen. So, ich verfüge über die Versiegelung und deshalb kann ich auch sagen, einmal für immer. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Knie aussahen. Denn durch den Druck des zu langen Beins und beide Beine ständig im Wechsel, hat sich die Kniescheiben nach oben geschoben und die Menisken sind innen und außen runtergerutscht. Also, das gibt natürlich Spätschäden bis hin zu künstlichen Gelenken, künstliche Hüftgelenke, künstliche Kniegelenke. Das bleibt euch ja alles erspart. So, jetzt guckt euch bitte, kommt her. Ich habe sie noch nicht berührt. Guckt euch das jetzt an. Schiebt das nur zusammen. So, ihr seid ganz sprachlos. Sagt mal bitte was. Ja, sprachlos als ohne Worte. So heilt der Geist, ihr Lieben. Kommt her und lasst euch retten. Denn hier rumoperieren, Menschen verdrahten, künstliche Teile einbauen, das hat nichts mit Heilung zu tun. Geistheilung ist die einzige Heilung, die wirklich funktioniert. Wir müssen uns einfach wieder dran erinnern. Und ich mache euch heute zu Heilern und Heilerinnen. Anders kommt ihr mir hier nicht weg. Denn wir werden gebraucht. Wie nie zuvor. Und ja, wenn du jetzt dich mal aufsetzt und dich bestaunst, Tanja, kommst du mal mit dem Spiegel? Jawohl. Warte mal gerade. Ja, setz dich schön auf deine Po-Höcker. Guck mal, wie schön das ist. Im Sitzen und im Liegen. Haha, ich gratuliere dir. Ich bin froh, dass du da bist. Wie ist sie denn überhaupt gelaufen? Das muss man auch mal sagen. Auf den Knochenkanten. Nicht auf der Sohle. Und wenn man auf den Innenknochenkanten läuft, dann bekommt man mit der Zeit einen Art Plattfuß. Hört sich nicht so toll an, ist aber dann so. Kann man nicht vermeiden. Und bei dem zu kurzen Bein läuft man oft auf der Außenkante. Aber bei dir war das ein Hin und Her. Deine Füße mussten sich ständig hochstellen. Und jetzt erst läufst du das erste Mal auf der flachen Sohle und berührst auch deine Reflexzone. Denn die lagen brach, weil du nur auf den Kanten gelaufen bist. Der Körper versucht das selbst zu regulieren und hat dann nur eine Notlösung. Ja. Sei froh, dass du da warst. Dass du da bist, ich freue mich. Gratuliere dir zweimal. Das hast du gut verdient auch hier. Dank dir. Dank deiner Mama, dass sie dir das erzählt hat. So, ihr Lieben, dann kann es weitergehen. Kommst du hoch? Wir haben auch ein Sprachausgeschaut. Ah ja. Und erzähl, Annika, wie läufst du? Ganz anders. Tschüsschen. Ich bin am Tor. Komm mal näher, erzähl mal den Leuten zu Hause in der Kamera, wie es dir geht. Ich fühle mich nicht selbst. Ich gucke mir das hier unten an. Ich bin schön locker. Ja. Und ich spüre zum ersten Mal eine Verbundenheit. Das hat die Tanja richtig gemerkt. Wie schön. Wunderbar. Vielen Dank. Kommt noch mehr. Die Schulterblätter. Hier ist ein Knochen. Hier ist der andere Knochen. Vorher waren es 3 Zentimeter. Ist viel besser. Sind fast nur noch 2. Lass mal richtig locker. Locker mal die Schultern so ein bisschen, weil das ist auch noch die Gewohnheit im Stehen. Ja. So, jawohl. Die Schultern sind perfekt gerade. Spürst du, dass ich gleichmäßig andrücke? Jetzt gerade. Ja.
So, die Wirbelsäule ist gerade, 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 spürst du? Gerade, schnurgerade. Auch dein T-Shirt sitzt jetzt gerade. Füße bitte zusammennehmen. Und schau, die Abstände sind gleich. Becken ist in der Mitte. Hervorragend. Wunderbar. Gut, ihr Lieben, ich kann nur sagen, kommt her, lasst euch begraben. Liegen was mehr? Leg ich noch mal hin, bitte. So, ihr Lieben, zum heutigen Tag haben wir hier noch einen Herren mit einem riesigen Beckenschiefstand. Das sind 3,5 cm Unterschied. Das ist im Liegen. L, Fußknochen sind versetzt. Und dann lässt du dich bitte gerade noch mal auf. Und im Sitzen haben wir 2,5 cm Beckenschiefstand. Also, ich muss mal gleich noch was sagen. Ich habe es gemerkt. Sie trägt eine Zwangsjacke. Die sieht doch so aus, die Zwangsjacke, ja? Ja, ich habe schon erzählt. Und du hattest gerade die Handschellen noch an. Befreit euch auch von diesen schweren Haltungsschäden, die ihr euch da selbst verursacht. Die Hände haben hinten nichts zu suchen. Wo habt ihr euch diesen Blödsinn überhaupt abgeguckt? Ja, bei dem Militär und bei den Fußballern. Die stehen so da, wenn die Hymne gespielt wird. Wie schrecklich. Das ist die größte Unterwürfigkeitsgeste, hallo, die es überhaupt gibt. Hände verstecken, das ist ja völlig abartig. Aber wer macht das? Fast alle. Guck ins Straßenbild. Könntest du ständig aufregen. Und wenn ich euch jetzt nämlich so schön gerade mache, dann müsst ihr euch ja anstrengen, um da hinten hinzukommen. Deshalb Finger weg von solchen Verdrehungen. Ich bin der Meinung, ihr habt überhaupt noch nicht richtig geguckt. Kommt mal näher. Welches Bein ist länger? Willst du mal an dem kurzen Bein ziehen? Vielleicht kannst du es runterziehen. Also stark bist du, aber geht keinen Millimeter. Denn das ist eine Manifestation, das schiefe Becken. Das muss man anders lösen. Und wie? Mit der Kraft des Geistes. Ja. Du legst dich am besten mal an. Ihr seid zu weit weg. Habt ihr was gesehen hier? Gut. Und als Geistheilerin, was mache ich denn da? Ja, ich verbinde mich mit seinem Geist, von Geist zu Geist. Und sein Geist ist für die Heilung zuständig. Das, was ihr hier erlebt, ist eine Selbstheilung in höchster Vollkommenheit. Denn es heißt doch auch, der Mensch kann sich nur selbst heilen. Und das erlebt ihr jetzt hier. Und der Michael kann mal die Augen schließen. Ich erzeuge jetzt eine wunderbare Kraft. Sie ist auch die Kraft der Rechtschaffenheit, der Gewaltlosigkeit und natürlich der Liebe. Und ich bin hellsichtig, ich begleite den ganzen Vorgang, so wie er sich erfüllt. Da sehe ich, wie hier oben der Trichter sich weitet und dann fließt die göttliche Kraft in ihn rein und räumt auf. Das geht schon im Drüsensystem los. Dann wird das Sehzentrum, das Hörzentrum, die Gleichgewichtsorgane. Alles wird jetzt zugeordnet, wie es perfekter nicht sein könnte. Das Kiefergelenk korrigiert sich, das ist genauso schief wie hier unten. Und dann geht es in die Hals-Nackenwirbelsäule rein. Jedes Wirbelchen, jedes Segment streckt sich, korrigiert sich. Die Bandscheiben rutschen in die richtige Position. Atlaswirbel ist bei so einem großen Beckenschiefstand immer nach vorne gekippt und da ist die Kopfdurchblutung behindert. Und das korrigiert sich alles. Ich bin schon an der Brustwirbelsäule, die Energie ist schnell und dann die Rippenbögen, alles korrigiert sich. Er hat mehrere Bögen in der Wirbelsäule und eine Gegenkrümmung sogar. So, und jetzt bin ich schon am Becken und das Becken darf jetzt sich ganz wunderbar einjustieren, nenne ich das mal, denn das ist so was von perfekt. In dem Moment rutschen die Oberschenkelhalsknochen in ihre Hülsen. Und jetzt bin ich blitzschnell schon an den Knien. Das Knie hat natürlich gelitten, weil da hier extremer Druck drauf war.
Da sind auch die Menisken verschoben und die Kniescheibe sitzt viel zu weit links innen. Und hinten die Bäckerzyste ist angesprochen. So, das korrigiere ich alles. Und dann bin ich sehr gut durchgekommen. Und jetzt zeige ich euch das. Kommt bitte gucken. Indem ich es nur zusammenschiebe. Ach, was sagt man denn da? So hält der Geist, da sind wir alle sprachlos. Ich danke euch. Michael, das ist dein Applaus. Deine Selbstheilung hat funktioniert. Zu 100%. Hast du was gespürt? Ich hatte das Gefühl, wie wenn was durch mich durchfließt, ja, sagen wir so. Genau, so war das. Die göttliche Kraft. Ich sage immer, das ist ein Geschenk des Himmels. Ja. Und jeder hat die Möglichkeit, so beschenkt zu werden. Kommt einfach her. Lasst euch retten. Michael, ich darf dir gerade. Ich darf, danke schön. Ja. Danke. Mehr gibt es nachher noch drüben. Wir sind noch nicht fertig, ja, aber das ist das Allerwichtigste. Mhm. Gut, ich habe gerade noch eine schöne Rückmeldung vorhin gehört. Hast du Lust, die auch mal den Leuten zu erzählen? Du warst ja schon bei uns gewesen. Ja, ich kenne dich ja. Ja, im Dezember war ich schon hier und ich habe seitdem immer auf der Seite ganz extreme Nackenschmerzen gehabt. Die habe ich seither wirklich gar nicht mehr. Und genau mit den Schultern beim Yoga gab es immer diese Übung, wo ich konnte meine Brust nicht öffnen und das... Also das funktioniert jetzt. Also ich kann meine Schultern zurücklegen. Ich freue mich für dich. Ja, so sieht die Heilung aus. Geistheilung ist die einzige Heilung, die wirklich funktioniert. Und meine Beine sind immer noch gleich lang. Ja, ja, ich habe es gestern Abend nochmal getroffen. Ja, ist doch zu schön. Ich gebe doch eine Garantie. 100%, das bleibt immer so. Ja. Auch im Sitzen, die Beine sind gleich lang, das Becken ist gerade, wunderbar, super. Man glaubt eigentlich jetzt nicht Unterschied, vielleicht ist es wie mit dem, der früher auf den Boden kommt. Ja, jetzt stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja. Vorher bist du einbeinig gewesen. Ich bin bei dir. So, nochmal schön gerade hinsetzen. Kommt alle zuschauen, ihr Lieben. Am besten, ihr kommt. Noch ein bisschen gerader setzen, noch ein bisschen gerader setzen. Knie runter links, so wie eben. Ja, ja, ja. Und noch ein bisschen nach vorne beim Oberkörper. Super. So, ihr Lieben, hier haben wir über 4 cm Beckenschiefstand im Sitzen. Tu mir ein Foto. Ja, ja, klar. Das mache ich. Ja, ja, also komm her. Ihr dürft filmen und fotografieren, wir verbieten euch nichts. So, wer hat es noch nicht gesehen? Kommt näher, kommt gucken. Kommt, schaut euch das an. Entschuldigung. Okay. Und schaut mal, wie schief sie sitzt, ja, wie der schiefe Turm von Pisa. Ja, was kann man da machen? Will denn mal jemand am kurzen Bein ziehen? Kommt schon mal, wie so kräftig aus. Ich glaube, das wird schwierig, Anke. Ja. Nur vorsichtig, ja. Geht nicht. Lass dich also, wieder gerade Kraft hat er, aber das kann man einfach nicht mechanisch einrechnen. Oh, ich muss noch was dazwischen sagen. Meine Zuschauer haben ihre Handschellen angezogen. Ja, es ist. Handschellen. Ja, Jetzt ist es ein Hauch weniger. Aber das hat die Tanja auch so angezeichnet. Das ist, wenn ich das jetzt so zusammenschiebe, seht ihr einen Hauch weniger. Nicht mehr, was hat sie gesagt, 4 oder 5, sondern 4. Ich bin bei dir. So, ihr Lieben, am besten, ihr macht mal die Händchen auf und fühlt einfach mal die wunderbare Energie, die ich jetzt erzeuge. Meine Geisteskraft verbindet sich mit deiner Geisteskraft. Und dein Körper vollbringt jetzt eine Selbstheilung. Selbstheilung, die einzige Heilung, die wirklich funktioniert. Selbstheilung in höchster Form.
Ich gebe nur die Impulse. Und ich darf mir das anschauen, weil ich hellsichtig bin. Ihr habt hier oben so einen Trichter. Und da fließt die kosmische Kraft rein. Und wenn dieser Trichter geöffnet ist, dann heilt euer Körper aus sich heraus. Und so vollzieht sich das jetzt. Ich darf zuschauen, wie die Drüsen sich richtig schalten, wie das gedacht ist. Das ganze Drüsensystem erneuert sich. Dann habe ich das Sehzentrum, das Hörzentrum, die Gleichgewichtsorgane. Kiefergelenk ist natürlich genauso schief wie hier unten. Sie hat auf der rechten Seite viel stärker zugebissen. Und das geht extrem in die Hals-Nackenwirbelsäule. Da verschieben sich die Wirbelkörper durch die Fehlbelastung. Es geht sehr schnell, der Atlaswirbel sitzt schon. Hier unten war schon eine Reaktion. Und zwei Kurven hat sie in der Wirbelsäule, eine starke Skoliose. Die dreht sich gerade auf. Und da sehe ich, wie das Becken sich ganz neu einbettet. Und dann manifestiere ich das, dass das für immer so bleibt. Deshalb kann ich auch diese 100% Garantie geben. Oberschenkel rutschen in ihre Hülsen. Und der Oberschenkel an sich dreht sich in eine andere Richtung, weil er war verdreht. Ja, die Kniescheibe saß oben, war alles durch die Fehlbelastung verschoben. So, das sieht gut aus. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Und dann kommt bitte her und schaut euch das Ergebnis an. Bitte kommt, ich mache noch gar nichts. Ihr sollt jetzt selbst Zeuge dieses Wunders sein. Oh, ich muss verloren. Oh Mann. Ja, 100% Ausgleich. Einmal für immer. Und das ist ein Wunder und auch deine Rettung. Das muss man noch sagen. Denn wie ist sie denn gelaufen? Gar nicht richtig. Sie hat gar nicht flach gelaufen. Sie ist auf den Knochenkanten gegangen. Der Körper versucht, so etwas selbst auszugleichen. Und beim kurzen Bein geht man auf der Außenkante, beim langen Bein geht man auf der Innenkante. Das wird dann später ein Plattfuß und ein Drehknie und etliche Beschwerden, Schmerzen sind die Folge. Das bleibt dir jetzt alles erspart, mein Gott. Dankeschön. Du bist in der völligen Symmetrie. Setz dich doch mal auf, denn im Sitzen war es ja noch viel, viel mehr. Und auch hier sehen wir, dass alles perfekt war. Oh, danke schön. Ja. Jawohl. Das mal locker lassen. So kann ich es besser zeigen. Jawohl. Striche passen. Ich darf dir gratulieren. Danke. Ja. Du startest jetzt in ein neues Leben. Ja. Mensch in der göttlichen Ordnung. Die Vollkommenheit ist erreicht. Wir sehen uns gleich. Es geht noch weiter. Ich habe noch mehr Überraschungen für euch. Was sagen denn überhaupt meine Zuschauer? Ja. So ist gut. Ich freue mich, dass ihr da seid, ihr Lieben. Und ich sage auch, ihr seid hierher geführt worden. Ja, irgendwie erfährt man das. Und dann reagiert man. Und so ist man da. Das stimmt. Alles macht die göttliche Führung. Und ich sage auch den Zuschauern, seht zu, dass ihr kommt. Ihr habt es alle nötig. Wir sind da. Danke. So, Füße nochmal hochziehen, Eberhard. So, hier haben wir noch einen sehr großen Beckenschiefstand von 3,5, fast 4 cm im Sitzen wie im Liegen. Fußknochen sind versetzt, die passen nicht. Anne, da hast du einiges zu tun. Jawohl. Sag das doch mal hallo. Dann leg dich mal bitte ab. Ja, im Liegen, ich muss dich schön gerade hinlegen. Ja, eindeutig, auch hier sieht man das. Bein ist viel länger, auch er ist nur rumgehumpelt und hat auch eine starke Skoliose. Ich sehe zwei Krümmungen, eine Gegenkrümmung und bei ihm ist sogar der Steißknochen verschoben.
Jawohl, auch die Rippenbögen. Weiter. Ich bin wieder da. Mach die Hände bitte auf. Nee, du bleibst schon liegen. Die Hände bitte auf. Zuschauer, fühlt einfach, wie schön die Energie da ist. So, wie bei der lieben Dame vorhin. Könnt ihr euch zuschauen, wie ich das begleite. Geht auf die Drüsen. Sehzentrum, Hörzentrum, Gleichgewicht sogar. Man sieht deutlich, dass ein Kiefergelenk schief sitzt. Schultern und die Schulterblätter werden befreit. Ihr müsst wissen, ich arbeite nicht nur an seinem physischen Körper. Auch wenn ich das euch jetzt erzähle, im gleichen Augenblick bin ich eigentlich multidimensional unterwegs, nämlich an seinem energetischen Körper, seinem emotionalen Körper, Mentalkörper, das sind seine Gedanken, und auf der Seelenebene. Alle Lastenpakete, die ihr mit euch rumtragt, die lasst ihr heute hier. Das Becken hat sich jetzt eingebettet, wunderbar. Ich verankere das und so bleibt das für immer. Ich gebe eine hundertprozentige Garantie. Das kann sonst niemand. So, die Knie haben sich völlig neu sortiert. Es war alles gestaut. Jetzt könnt ihr gucken, kommen. Das war Hornhaut, weil er ja da aufgetreten ist. Er hat das hier viel zu stark belassen müssen. Ja, ist auch auf den Knochenkanten gelaufen, das sieht man deutlich. Das bildet sich dann zurück, weil er jetzt auf der Sohle auftritt. Erstmals im Leben werden jetzt die Reflexzonen aktiviert. Die sind ja hier unten. Die konnten gar nichts machen. Die hat er noch nie benutzt. Ja, Eberhard, du hast das ganz toll gemacht. Ich möchte dir gratulieren. Sich hier bei uns. Das ist doch schön. Toll. Mhm. Ja, finde ich gut. So, wir machen noch das Nachher-Foto. Ich habe noch etliche Überraschungen für euch. Das machen wir dann nachher drüben in einem anderen Raum. Jetzt machen wir aber mit euch die Begradigung. Das ist wichtig. Wir haben noch mehr Modelle. Wunderbar. Becken ist gerade, Beine sind gleich lang. Ausgezeichnet. Schön. Und? Wenn ich das jetzt drücke? Es geht nicht mehr zurück, es hält und bleibt für immer. Ja? Schön. Ja, danke. Gut. Nochmal gerade hinsetzen, bitte. Noch ein bisschen mehr gerade sitzen. Füße hochziehen, Kniechen strecken. Warte mal, ich muss mal kurz schütteln. Eben war es ein bisschen mehr, du musst noch ein bisschen gerade sitzen. Jetzt, genau. So, im Sitzen haben wir 3,5 cm Beckenschiefstand. Tanja. Und ich übernehme mal, das nehmen wir mal hier runter. Ja, mein Liebchen Birgit, habt ihr alle gesehen, wie schief unsere Birgit ist? Aber wir können ruhig gucken, es dauert ja nicht mehr lang. Dann haben wir das beruhigt. Ne? Und leg dich bitte ab, meine Güte. Ja, liegen ist es etwas weniger, aber erheblich mehr. Große Beckenschiefstellung, jawohl. Und ich beginne jetzt. Und meine wunderbare Heilkraft darf durch dich ein Wunder vollbringen. Bei dir bleibe ich ein bisschen länger bei den Augen, denn ich bin auch in der Lage, hier eine große Verbesserung zu bewirken, indem ich die Netzhaut glätte, überhaupt die ganze Augendurchblutung, die Linse, die Iris, hinterm Auge, Makuladegenerationen und so weiter. Das ist alles bei der Behandlung dabei und verbessert sich. Dein Kiefer ist natürlich auch total schief. Ja. Extrem schwierig ist das, wenn der Kiefer so verlagert ist. Da ist die ganze Halsnackenwirbelsäule verspannt. Ich drehe alles auf. Da war in der Halsnackenwirbelsäule schon eine Verdrehung, eine axiale Rotation. Unglaublich.
So, jetzt dreht sich alles um. Übergang zur Lendenwirbelsäule ist ein bisschen gestaut gewesen. So, die Oberschenkel rutscht rein. Becken hat sich manifestiert. Kommen wir hier zu dem Knie. Das kurze Knie sieht deformierter aus wie das vom langen Bein. Das hat richtig gelitten. Jetzt sind die Menisken an der richtigen Stelle, die Kniescheibe ist hochgerutscht. Jetzt ist das alles im Lot. Da noch ein bisschen. Guck mal. Ja. So, ihr Lieben, ich bin durchgekommen. Mit Freude kann ich euch ein neues Ergebnis zeigen. Okay. Kommt bitte her. Ja, wenn du schon aufstehen willst, dann muss man das Knie bisschen runtermachen. So. Also ich habe hier so einen Schwindel irgendwie gemerkt. Ja, die Energie war sehr fleißig. Wir haben hier ein hundertprozentiges Ergebnis und sagen einfach Danke. Da oben. Danke. Natürlich ist das jetzt völlig ungewohnt. Das Laufen ist ja viel besser als vorher. Endlich stehst du mit beiden Beinen im Leben. Muss nicht mehr umhumpeln. Und das ist eine Bereicherung für alles. Danke. Habt ihr das schon gewusst? Ja, also ja. Ich habe es gesehen. Ach ja, gut aufgepasst. So wie unten ist natürlich oben auch alles verschoben. Und eine sehr schlechte Kopfdurchblutung hat euer Junior, aber das ist ja gleich vorbei. Ne? Ich war ja von diesem Tag da, dann habe ich Ihnen was dazu erzählt. Du kannst dich erinnern. Ja, ich kenne dich. Mit der Ausleitung. Ja, machen wir alles. Ja, machen wir alles. Super, leg dich jetzt bitte an. Ihr seht deutlich, wenn man es zusammenschiebt, auch ein extremer Unterschied. Und wenn die jungen Leute Sport machen wollen, dann führt das eigentlich zu Schädigungen. Gott sei Dank seid ihr da. Und da bin ich schon im Einsatz. Auch hier schaue ich mir alles von innen an. Wie wunderbar sich das korrigiert. Es geht schnell. Geistheilung geht sehr schnell. Eigentlich außerhalb von Raum und Zeit. Es ist eine Art Blitzgeschwindigkeit. Ich kann gar nicht so schnell schauen, wie das mit eurem Junior hier sich erfüllt. Bin schon am Becken vorbei, das sitzt schon perfekt. Und jetzt noch die Knie. So. Wie wunderbar, dass ihr schon da seid. Das erspart natürlich die Schäden von später, die gekommen wären durch die Fehlbelastung. So, es ist vollbracht. Komm, zuschauen. So, wenn du aufstehen willst, dann setz dich. Dann guck mal, dass die Beine schön gleichmäßig runter machst. So, da kann ich das besser zeigen. Wahnsinn. Ja, vor allem die Knie gehen jetzt runter, Anna, das ging eben gar nicht. Ja, noch besser, guck mal. Ja, es geht jetzt. Ich gratuliere dir. Danke. Ihr werdet euren Sohnemann nicht mehr erkennen. Er wird jetzt Klassenbester, weil er ist jetzt schlauer als der Lehrer. Er wird von kosmischen Kräften genährt. Ich sag dir das. Es ist nicht übertrieben, was ich erzähle. Ich habe das mit Sonderschülern schon erlebt. Die waren in der Schule vorher so schlecht, mussten die Schule verlassen, auf der Sonderschule so sich rumgequält nach meiner Begradigung. Zurück wieder auf die Hauptschule, auf die Gesamtschule und später ein super Abi gemacht. Die Eltern bedanken sich heute noch. Durch die Begradigung. Ja. Das sitzt viel einfacher. Sitzt leichter, ja. Die ganze Muskulatur hat sich schon gestreckt und gedehnt. Wie intelligent euer Körper doch ist. Schaut mal, Muskeln, Sehnen, Bänder sind schon in dieser kurzen Zeit mit ausgedehnt worden oder zurückgenommen worden. Was überdehnt war, geht zurück. Das andere passt sich an, ohne Muskelkater, ohne irgendwas. Toll, oder? Danke. Wir sprechen Französisch und Englisch, aber wir machen noch mal einen Film.
Nochmal schön gerade hinsetzen für ein schönes Video. So, Beine zusammen nochmal, Zehen zur Nase, Knie runter, spitzenmäßig. Becken ist gerade, Beine sind gleich lang, exakt, super. Dann machen wir noch ein Foto.